zuweilen auch große Probleme hervorrufen. Ja, und die gilt es anzugehen, besser noch dem vorzubeugen. Darum kümmern wir uns heute schwerpunktmäßig in der RBB-Praxis, zu der ich Sie recht herzlich willkommen heiße. Aber vorher zu einem Thema, das auch viele Menschen umtreibt. Zähne knirschen. Ja, die Folgen, das ist ein bisschen merkwürdig. Bei manchen platzt ein Stück vom Zahn ab, andere haben morgens Nackenschmerzen. Was ist es nur genau? Das kann letztlich nur ein Knirschexperte herausfinden. Stress. Für Viktoria Herold macht sich der auf ganz spezielle Art und an einer ganz speziellen Stelle bemerkbar. Im Kiefer. Wenn der Schmerz sehr stark ist, dann brennt es richtig. Also das ist unfassbar schmerzhaft. Also wie so ein blauer Fleck, auf den man mit voller Kraft draufdrücken würde. Die 19-Jährige knirscht wahrscheinlich nachts mit den Zähnen. Neben dem Kiefer werden auch die Zähne dabei massiv belastet. Sie hat deshalb einen Termin in der Knirschersprechstunde im Zahnmedizin. Dort haben sich die Experten auf Zähneknirschen spezialisiert. Jeder von uns neigt dazu, wenn er unter Stress steht oder körperlich sich sehr anstrengend, auch die Kaumuskulatur zu aktivieren. Aber spätestens dann, wenn die Zähne aufeinander reiben und dadurch die Zahnhartsubstanz zerstört wird oder Rekonstruktionen, also Kronen, Brücken, Prothesen zerstört werden, dann muss man etwas dagegen tun. Doch ist Viktoria wirklich eine Knirscherin? Eine Funktionsdiagnostik soll das zeigen. Als erstes ist wichtig, wo genau tut es weh. Hier so, also so beim Kiefer, ganz toll. Kaumuskulatur, Kieferstellung und Kiefergelenk. Alles wird genau untersucht. Wenn ich hier drücke, das ist unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Okay. Am Kiefer deutet einiges auf regelmäßiges Knirschen hin. Am Zungenrand zum Beispiel gibt es bereits Zahnabdrücke. Hier wird es jetzt ganz deutlich. An den Zähnen. Also wenn ich mir Zähne anschaue, dann sehe ich, dass sie die Frontzähne abgekaut haben. Die sind ganz plan auf einer Ebene, obwohl eigentlich die Eckzähne ein bisschen höher stehen sollten. Das sind für mich so Hinweise, die mir sagen, dass sie am Tage oder vielleicht auch in der Nacht mit ihren Zähnen aktiv sind. Jahrelanges Knirschen kann Zähne fast vollständig aufreiben, wie diese Bilder zeigen. Kunststoffschienen für die Nacht können das verhindern. Doch welche Schienen sind besser? Die harten oder die weichen? Es haben sich die harten Schienen als besser bewährt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass weiche Schienen eher zu einer Zunahme der Kauaktivität oder der Muskelaktivität führen. Und es ist wichtig, dass die Schiene, wenn man sie herstellt, alle Zähne des Kiefers bedecken und nicht einzelne freilassen. Denn das kann dazu führen, dass es zu Zahnfehlstellungen kommt und dann der Biss gestört wird. Auch Linda hat Stress mit ihrem Kiefer. Die Zähne sind bei der 26-jährigen Studentin okay. Bei ihr sitzen die Schmerzen woanders. Diese Kieferverspannungen können eben auch ausstrahlen bis in den Kopf. Ich habe manchmal auch Kopfschmerzen davon oder auch bis in den Nackenbereich, obere Rückenbereich. In der Physiotherapiepraxis von Holger Gerhardt werden Betroffene deshalb häufig hier behandelt, im Schulter-Nackenbereich. Auslöser? Verspannungen im Kiefer. Auch am Kiefergelenk direkt wird gearbeitet. Denn genau diese Stelle ist im Dauerstress und muss besonders gelockert werden. Es kann sein, dass der Kiefer daran schuld ist, wenn ich halt Schulter-Nackenbeschwerden habe oder zum Beispiel auch Missempfindungen in den Fingern habe. Das ist durchaus möglich, weil ich dann über diese Muskulatur Blutgefäße komprimiere. Und das kann natürlich auch zu Sensationen an den Fingern führen. Eine Methode, die Linda auch zu Hause anwenden kann, den Kiefermuskel von innen massieren. Ich mache es gerne auch am Abend vorm Schlafengehen, dass man eben erst gar nicht in diese totale Anspannung kommt, sondern dass man schon vorher auch was macht, dass das eben nicht so schlimm wird. Dabei hilft auch, die Kiefermuskulatur bewusst locker zu lassen. Erinnerungspunkte auf den Dingen, die einen täglich begleiten, können nützlich sein. Denn je häufiger man entspannt, desto besser. Tja, und nun, wie versprochen, zu Beginn unser heutiger Schwerpunkt. Plötzlich heftige Bauchschmerzen und der sofortige Drang, auf die Toilette zu müssen. Nicht schön. Hat aber sicherlich jeder schon mal erlebt. Aber manche Menschen haben das regelmäßig. Ihr Darm ist chronisch entzündet. Colitis ulcerosa heißt die Krankheit. Und da gibt es verschiedene Therapien.
Krankenschwester Michelle? Krankenschwester Michelle Eulitz sorgt täglich für viele Patienten im Herzzentrum Benner. Dabei ist sie selbst nicht ganz gesund. Seit ihrem 16. Lebensjahr leidet sie an Colitis ulcerosa, einer Autoimmunerkrankung, die in Schüben auftritt. Manchmal merkt sie nichts, dann plötzlich hat sie akute Beschwerden. Schmerzen, Bauchkrummeln, was man sonst auch so kennt, aber sehr verstärkt. Und man merkt das eigentlich morgen schon, ob der Tag jetzt gut wird oder ob es eher ein blöder Tag wird. An schlechten Tagen krampft sich der Bauch ständig aufs Neue zusammen. Ihre Arbeit schafft sie trotzdem. Aber manchmal kostet das ganz schön Kraft. Das ist in einer akuten Schubphase manchmal nicht ganz so einfach, den ganzen Tag zu stehen. Und da muss man öfters mal Pause einlegen oder sich kurz hinsetzen und einen Moment abwarten, bis die Bauchschmerzen wieder vorbeigehen. Medikamente lindern die Beschwerden. Anfangs reichten einfache Entzündungshemmer. Dann brauchte sie immer wieder hochdosiertes Cortison. Nun hat sie eine neue Therapie begonnen, mit einem sogenannten Biologikum, das sie sich alle 2 Wochen selbst spritzt. Routinierte Handgriffe für die Krankenschwester. Aber auch Laien können das. Ich wollte kein Cortison mehr nehmen, weil mir die Nebenwirkungen zu stark waren und ich das vermeiden wollte. Also ich kann das spritzen, wo ich gerade bin. Ich kann es mitnehmen in Urlaub. Ich muss darauf achten, dass es gekühlt wird. Das ist das Einzige, aber die Alternative wären Infusionen gewesen im Klinikum und damit macht man sich so abhängig. Das Biologikum wirkt direkt auf das Entzündungsgeschehen im Darm ein. Das Enzym TNF-Alpha, violett gezeichnet, spielt dabei eine zentrale Rolle. Es wirkt wie eine Triebfeder, denn es aktiviert Stoffe, die die Darmwand angreifen. Die Medikamente, gelb, blockieren das TNF-Alpha. So kann die Entzündung gestoppt werden und die geschädigte Darmwand wieder heilen. Regelmäßig geht Michelle Eulitz ins Klinikum Buch. Die Therapie wird ärztlich begleitet, denn sie hat Nebenwirkungen. Hautausschlag ist eine häufige Folge. An den Armbeugen ist er mithilfe einer Salbe wieder abgeklungen. Was machen die Hände hier? Ist er? Oh ja, okay. Furchtbar. Die Arbeit mit Desinfektionsmitteln reizt die Haut zusätzlich. Die Ärztin empfiehlt spezielle Fettcremes. Es gibt Anspruch auf eine besondere rückfettende Salbe. Dass man vielleicht beim Betriebsarzt mal nachfragt, das darf der Arbeitgeber machen. Das haben wir durchaus auch schon erlebt, dass sozusagen die Hauterscheinungen wie so eine Art Schuppenflechte so schlimm werden, dass die Menschen zwar sagen, mein Darm ist super, so gut ging es mir lange nicht mehr, aber von der Haut halte ich es nicht aus. Ultraschall zur Kontrolle. Unbehandelt kann die Colitis die Darmwand schädigen. Die Entzündung lässt sie erst anschwellen, dann können sich blutende Wunden bilden. Das ist die Darmwand im Prinzip, die sich auch hin und her bewegt. Und das ist auch genau in dem Bereich so um die 2 mm. Das ist ein perfektes Maß, also ein wunderbarer Befund. Biologiker helfen gegen die Entzündung. Doch eine Therapie zur Heilung der Colitis gibt es bislang nicht. Also ein Fortschritt ist da, aber es gibt einen großen Forschungsbedarf in Richtung Ursache der Erkrankung, dass man da vorankommt, weil die Therapie, so wie wir sie jetzt machen, ist ja tatsächlich eher so an den Symptomen ausgerichtet. Am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie verfolgen Forscher eine neue Idee. Sie haben entdeckt, dass es im Darm einen Selbstheilungsmechanismus gibt. Das Elektronenmikroskop macht Stammzellen sichtbar, körpereigene Alleskönner der Reparatur. Sie sehen hier ein Bild eines gesunden Darms. Und die Zellen, die jetzt hier in Rot markiert sind, das sind Stammzellen. Das sind Zellen, die in Regeneration entscheidend sind. Im Rahmen einer Schädigung des Darms, also im Rahmen einer Colitis, kommt es zu einem Verlust der Stammzellen. Diese wären normalerweise hier zu finden und die sind einfach weg. Es gibt aber die Chance, neue Stammzellen, neue Reparaturkünstler zu gewinnen. Die Forscher haben herausgefunden, dass sich andere Zellen zu Stammzellen umwandeln können, wenn sie die richtigen Bedingungen vorfinden. Wir waren sehr überrascht zu sehen, dass selbst wenn alle Stammzellen im Darm verloren gehen, dass die Zellen, die normalerweise sehr kurzlebig sind, in der Lage sind, diese Stammzellfunktion zu übernehmen. Und das bietet natürlich sehr viel Potenzial, um diese Prozesse zu aktivieren und die Selbstheilung des Darms wieder zu ermöglichen.
Dr. Michael Siegal, der in der Charité täglich Patienten mit chronischen Darmerkrankungen behandelt, analysiert die medikamentöse Selbstheilung bei Colitis ulcerosa. Doch bis die Medikamente auf den Markt kommen könnten, vergehen noch einige Jahre. Für Michelle Eulitz ist das Zukunftsmusik. Sie ist froh, dass es Biologika gibt. Bereits diese Medikamente sind ein wichtiger Fortschritt. Insgesamt fühle ich mich viel besser. Und es macht einen riesen Unterschied beim Arbeiten. Man ist einfach leistungsfähiger. Ja, zum Thema begrüße ich jetzt Dr. Markus Wispler. Er ist Gastroenterologe am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Das ist im schönen Berlin-Kladow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Eben haben wir gesehen in Bartok eine junge Frau, die Diagnose bekommen hat, mit 16 schon. So jung, ist das üblich? Ja, die Hauptauftretenswahrscheinlichkeit ist tatsächlich so zwischen 16 und 25 Jahren. Und da wird man die meisten Erstdiagnosen finden. Es ist so eine Erkrankung, die schon auch zunimmt. Deswegen sind es zunehmend auch ältere Menschen. Aber der Hauptteil sind die Jüngeren. Gibt es denn eigentlich Risikofaktoren, die so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung begünstigen? Ja, es gibt ungefähr zwei Drittel der Bedingungen, die diese Erkrankung verursachen, sind so Umweltfaktoren. Also Bedingungen, die um uns sind, in denen wir leben. Das fängt am Anfang des Lebens an. Es spielt offensichtlich eine große Rolle, ob wir über den normalen Weg zur Erde gekommen sind oder ob wir einen Kaiserschnitt hatten, ob wir gestillt wurden, ob wir viele Antibiotika in der Kindheit hatten, ob wir zum Beispiel später Suchtmittel benutzen, wie Nikotin, insbesondere für den Morbus Crohn. Und ein Drittel der Bedingungen werden wahrscheinlich über familiäre Weitergabe vermittelt. Das heißt, da ist eine Vererbungskomponente, eine relevante, noch mit im Spiel. Ja, genau. Warum tritt das? Also viele sagen, es tritt immer in Schüben aus. Wie kommt das? Ja, das wissen wir nicht ganz genau, warum das wirklich in Schüben ist. Dass es so ist, wissen wir. Und das ist ja ein zentrales Charakteristikum dieser Erkrankung. Und unser Ziel ist es, einmal die Intensität der Schübe und die Häufigkeit der Schübe therapeutisch gut anzugehen, sodass das natürlich weniger intensiv ist. Forscher gehen inzwischen davon aus, dass sich die Darmflora verändert, ne? Hat das auch so einen Einfluss darauf? Ja, das ist so ein bisschen vice versa. Man hat also beides. Auf der einen Seite ist es so, dass eine veränderte Darmflora-Entzündung begünstigt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Entzündung wiederum die Darmflora verändert. Da gibt es schützende und aber auch schädigende Faktoren. Bauchschmerzen, Durchfall, das sind so typische Symptome. Gibt es daneben noch welche? Ja, das häufigste ist tatsächlich der Durchfall. Man sagt, chronisch entzündliche Darmerkrankungen machen vor allen Dingen Durchfall. Das stimmt grundsätzlich. Aber es gibt diese zwei Geschwister. Es gibt auf der einen Seite den Morbus Crohn und auf der anderen Seite die Colitis ulcerosa. Und die Colitis ulcerosa ist die Erkrankung, die vor allen Dingen durchfalldominant ist, kann man so sagen. Da verlieren die Menschen wahnsinnig viel Flüssigkeit, Blut und haben Stuhlgänge bis zu 40 Mal am Tag. Und der Morbus Crohn, der ist so ein bisschen schmerzdominant. Der hat nicht so starke Durchfalltendenzen und ist eher so eine Erkrankung, die mit dem Schmerz vor allen Dingen zu tun hat. Soweit ich weiß, ist das nicht heilbar letztlich, aber man kann die Schübe, glaube ich, hinauszögern. Ne? Ja, genau. Das ist quasi unser therapeutisches Ziel, die Schübe in der Intensität. Aber wir wissen leider, dass eben doch auch nach vielen Jahren in einigen Fällen immer wieder Schübe auftreten können. Und deswegen so klassisch von Heilung zu sprechen, ist uns nicht so gut möglich. Hm. Wir werden gleich weiterreden, liebe Zuschauer. Wir wollen jetzt erstmal Michaela Bartl vorstellen. Sie hat es geschafft, sagen wir mal, dem Teufelskreis dieser immer wiederkehrenden Darmentzündung zu entgehen bzw. ihn zu durchbrechen. So beginnt ihr Tag. Michaela Bartl geht auf Tuchfühlung mit der Natur. Das war nicht immer so. Jahrelang war der Stundenplan der Grafikdesignerin übervoll. Ich habe dann irgendwann nicht mehr aufgehört zu arbeiten. Wir hatten sehr viele Aufträge, es wurden immer mehr. Ich habe am Wochenende gearbeitet, ich habe selten vor 12 oder 1 den Computer abgeschaltet. Und auf einmal hatte ich eben Blut im Stuhl. Mit ihrem Mann führt sie eine Firma mit 9 Mitarbeitern und versorgt 2 Kinder. Michaela Bartl will alles schaffen, doch ihr Körper streikt. Ich wollte früh aus dem Haus gehen und griff zur Jacke und mein Körper sagte, geh zur Toilette. Es ist unheimlich schmerzhaft und nicht kontrollierbar.
Diagnose: Colitis ulcerosa, chronische Darmentzündung. Nur mit Medikamenten bewältigt sie den Alltag. Sie nimmt Cortison und Immunsuppressiva. 7 Jahre geht nichts ohne. Dann probiert sie es mit einer Umstellung der Ernährung. Ihr Mann zieht mit. Ein Frischkorngericht mit geriebenem Apfel und Obst ist nun eine tägliche Hauptmahlzeit. Das frisch vermahlene Getreide bringt die Kehrtwende. Wir haben immer darauf gehofft, dass es medikamentös eine Lösung gibt an der Stelle. Aber dass das komplett durch eine Ernährungsumstellung zu der Veränderung kommt, daran habe ich auch nicht gedacht. Das hatte vom ersten Mal eine ganz frappierende Wirkung. Da war ich richtig im schweren Schub mit 40 Stuhlgängen am Tag und 14 in der Nacht etwa. Und ich habe gemerkt, es entspannt sich. Mein Körper entspannt sich und die Schmerzen werden weniger. Es ist ein kleines Wunder. Es ist ein kleines Wunder. Viel frische Früchte und auch sonst überwiegend Rohkost. Das beruhigt die Darmentzündung. Nach und nach setzt Michaela Barthel sämtliche Medikamente ab. Und sie hat jetzt weniger Stress. Sie reduziert die Arbeit als Grafikdesignerin, macht etwas Neues. Die Großbärinnerin gründet einen eigenen Verlag. Adieu Colitis heißt ihr erstes Buch. Man veröffentlicht natürlich sehr viel Privates, wenn man erzählt, wie man nicht aus dem Haus gehen kann, weil man wie ein kleines Kind seinen Stuhlgang nicht kontrollieren kann. Und deswegen hat es gut ein Jahr noch gelegen, bis ich den Mut hatte, das zu veröffentlichen. Täglich gibt es neue Bestellungen. Die 60-Jährige möchte das Schweigen brechen. Und sie will andere Patienten ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen. Für ihre Kochbuchreihe erfindet sie immer neue Gerichte. Erntet das, was gerade reif ist im Garten. Heute für ein Gericht mit viel frischem Thymian und Lavendel. Michaela Barthel ist überzeugt, Ernährung kann die Colitis ulcerosa heilen, auch wenn das bei dieser chronischen Krankheit als unmöglich gilt. Es sitzt so tief, dass es nicht heilbar ist, dass nur Medikamente helfen können, weil es immer wieder wiederholt wird. Und ich musste das in meinem Kopf erstmal aufräumen. Merk doch mal, wie viel du selber geschafft hast. Ich bin komplett beschwerdefrei. Wenn ich mich vollwertig ernähre, wenn ich mich von dem ernähre, was der Supermarkt bieten würde, wäre ich es eben nicht. In dem Sinne, dass man Fertigprodukte isst, davon krank wird und Medikamente nimmt, da bin ich raus. Raus aus der Krankheit, rein in die Fülle. Sie malt jetzt wieder. Sie kann wieder tanzen. Nun führt sie das Leben, das sie sich immer gewünscht hat. Michaela Barthels kommt auch noch in die Sendung. Wir werden uns noch ein paar Sachen vormachen. Wir haben uns unterhalten. Sie wussten nicht, dass sie kommt, aber sie haben ihr Buch gelesen. Und es ist erstaunlich, dass ein Gastroenterologe dann doch, ich sag mal, von einem Buch einer Amateurin so beeindruckt ist, ne? Ja, das bin ich tatsächlich. Die hat irgendwie mal noch mal einen Blick geöffnet, den ich als Therapeut oder als Arzt gar nicht habe, und zwar den Patientenblick. Und sie hat einen ganz individuellen Weg gefunden, mit dieser Erkrankung umzugehen und ihre Biografie daran auszurichten und daran zu wachsen. Und das schreibt die sehr plastisch und sehr beeindruckend. Denn Ärzte empfehlen ja eigentlich Ernährungsumstellung in dem Fall nicht so, oder? Ja, leider muss man sagen, ich kenne etliche Patienten, die zu mir kommen und sagen, sie waren beim Gastroenterologen und haben gefragt, kann ich irgendwas für mich tun, kann ich irgendwas Gutes machen, insbesondere mit der Ernährung. Und dann sagt der Arzt, sie können essen, was sie wollen. Ja, das vordergründig mag das richtig sein, weil es keine ganz spezifische Diät gibt, weil wir wissen, zwei Sachen, die relevant sind. Beim Morbus Crohn im Kinder- und Jugendalter wirkt eine Diät, eine sehr spezielle Diät, genauso und zum Teil effektiver als die Behandlung mit Cortison, dem klassischen Immun- und Entzündungsunterdrücker. Und wir wissen, dass die Ernährung die Gesamtmenge unserer Darmflora, unserer Mikroorganismen erheblich und nachhaltig verändert. Und das wiederum wird einen relevanten Einfluss auf Entzündungsfaktoren haben. So muss man sagen, Ernährung spielt eine sehr große Rolle, auch wenn es manchmal schwerfällt zu sagen, essen Sie nur Cashewkerne und dann wird alles gut. Bei manchen Darmerkrankungen hilft auch eine Stuhltransplantation, in diesem Fall auch?
Ja, ein spezielles Thema, en vogue. Wir kennen eine Erkrankung in der Gastroenterologie, eine Entzündung des Dickdarms, wo die Stuhltransplantation in 80-90% der Fälle bei der Erstgabe hilft. Da handelt es sich ja darum, dass man im Prinzip Stuhl von einem Spender in Form von Kapseln oder auch Einläufen oder Endoskopien an einen Empfänger transplantiert. Und wir haben auch Hinweise, dass es bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, insbesondere bei der Colitis ulcerosa, effektiv ist. Aber wir wissen nicht ganz genau, wohin dieses Boot fährt und was wir möglicherweise auch an schädigenden Effekten haben. Deswegen gibt es da schöne Hoffnung am Horizont, aber wir müssen uns langsam erst rantasten. Auf der einen Seite gibt es auch die konventionellen Medikamente, aber ich denke auch natürliche Mittel können helfen, oder? Haben Sie da Erfahrungen in dieser Richtung auch? Ja, klar. Sie sind ja anthroposophisch orientiert im Krankenhaus, ne? Also ich glaube, da geht man auch so ran, oder? Ja, ganz genau. Also es gibt neben den konventionellen Ansätzen natürlich viele pflanzliche Medikamente. Da ist das Kurkuma, Flohsamen, Myrrhe, Kamille und auch Bittermittel wie Wermut. Und man kann aber auch neben den medikamentösen Ansätzen auf der Ebene der Stressreduktion durch achtsamkeitsbasierte Therapiemaßnahmen, Body-Mind-Strategien oder Yoga erheblich die Erkrankung beeinflussen. Und letztlich zum Beispiel auch die traditionelle chinesische Medizin ist ein Ansatz, der gut hilft. Bittermittel, haben Sie gesagt, also Bitterstoffe, ja. Das ist jetzt so auch en vogue. Also ich mache das, muss ich sagen, schon seit Jahren morgens immer ein Glas warmes Wasser, ein paar Bittertropfen rein. Fühle mich damit gut. Ist das auch da hilfreich oder ist das nur was, wo man sagt, was die Verdauung jetzt anregt oder wo man sich da besser fühlt? Sowohl als auch. Es gibt ja den Aperitif und den Degustiv. Das heißt, das Prinzip des Bittermittels ist ja ein kulturell schon lang etabliertes Prinzip, um die Verdauung zu fördern. Es hat also allgemein verdauungsfördernde Effekte. Aber wir wissen auch, dass es ganz spezifisch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch in Studien schon schöne Effekte gibt und die Bittermittel dann einen zentralen Stellenwert haben können. Dr. Wissler, es ist bitter, dass wir am Ende unseres Gesprächs sind, aber ich habe sehr viel mitgenommen, hoffe unsere Zuschauer auch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne, danke. Ja, liebe Zuschauer, natürlich gibt es noch viel, viel mehr Hausmittel, die bei allgemeinen Darmbeschwerden helfen. Durchfall, Blähungen, Verstopfung, die erste Hilfe dagegen, die gibt es gleich. Und wir zeigen im Laufe der Sendung auch, wie das Frischkorngericht aus dem Beitrag zubereitet wird, das Michaela Bartel gegen ihre chronische Darmentzündung geholfen hat. Ja, viele freuen sich darüber, dass es sie endlich wieder gibt. Reha-Kurse, allerdings unter strengen Hygieneregeln. Aber klappt das auch in der Praxis? Werden die Regeln wirklich eingehalten? Das wollten wir wissen und haben uns mal angeschaut, wie die Reha-Kurse in Zeiten von Corona im Sportclub Siemensstadt aussehen. Mit Maske zur Hüftgymnastik. Etwas gewöhnungsbedürftig findet das Angelika Mateka schon. Und dann ist sie auch noch neu im Kurs. Ich kenne die alle noch nicht und nur mit Augen. Ich habe schon so Probleme, jemanden zu erkennen. Und deswegen ist es halt nicht so prickelnd. In die Umkleidekabinen dürfen zurzeit nur 5 Menschen gleichzeitig, damit das mit dem Abstandhalten klappt. Und bevor es mit der Reha-Stunde so richtig losgehen kann, muss erst mal einiges zurechtgerückt werden. Die Matten dürfen neuerdings nicht einfach irgendwo liegen. Mindestens 2 Meter zwischen jeder Matte. Immerhin, zum Sport selbst dürfen die Masken runter. Und überhaupt ist Angelika Mateka froh, dass es wieder Reha-Kurse gibt. Denn sie hat große Probleme mit der Leiste, konnte zeitweise kaum laufen. Der Kurs ist ihr wichtig. Dass ich mobiler werde und dass mir sowas halt nicht mehr passiert, dass ich eben nicht laufen kann, humpeln kann, weil das eine Bein tut weh und das andere überanspringt. Treppen steigen, nur Stufe für Stufe, das ist alles nicht gut für den Körper. Und deswegen ist mir es wichtig, dass ich hierher kommen kann. Wenn ihr hier so liegt, ist das für euch in Ordnung, wenn diese beiden Türen offen sind, also diese Tür und diese Tür? Notfalls würde die Trainerin eine Tür schließen. Eine muss aber immer offen bleiben, auch wenn es bald wieder kälter wird. Dann müssen sich alle wärmere Kleidung mitbringen. Die Regeln sind streng, aber sie führen dazu, dass Angelika Mateka keine Angst hat, sich hier mit dem Coronavirus zu infizieren. Wir beginnen aufgestellt zu jobben. Gleich nebenan in der Schwimmhalle des Sportclubs Siemensstadt. Schon auch kreislaufmäßig, das dauert ganz schön.
Klaus Weiher ist erleichtert, dass es wieder Aquakurse gibt. Für ihn extrem wichtig. Er leidet unter einem Bandscheibenvorfall und will auf diese Weise eine Operation vermeiden. Auch hier gelten strenge Abstandsregeln. Und auch er hat keine Angst, sich hier anzustecken. Wir haben ja die Möglichkeiten, uns zu desinfizieren. Es wird auch in großen Rahmen die ganze Frage mit dem Mundschutz eingehalten. Wir sind alle sehr diszipliniert hier. Und von daher habe ich eigentlich keine große Sorge, mich hier zu infizieren. Doch es gibt im SC Siemensstadt auch Kundinnen und Kunden, die genau diese Angst haben, sagt Geschäftsführer Jens-Uwe Kunze. Bei ihm gehen immer wieder Beschwerdemails ein. Dass andere nicht die Maske tragen, zum Beispiel an Stunden vielleicht nicht mehr so viele Sportlehrer im Haus sind und auch mal diese Hinweise geben können. Oder dass die Abstände in den Kabinen nicht eingehalten werden, dass vielleicht mal nicht nur 5 drin sind, sondern vielleicht auch 6. Dass die Hygienemittel vielleicht nicht immer ausreichend zur Verfügung stehen. Er findet solche Hinweise gut. Wir sind da im Austausch und erfreulicherweise machen dies und unsere Mitglieder und Kunden haben den Mut, es zu sagen, damit wir dann immer wieder uns auch hinterfragen, tun wir alles, um gegen Corona dauerhaft gewappnet zu sein. Was aber, wenn Vereine nicht auf solche Beschwerden reagieren? Nachfrage im Gesundheitsamt Spandau. Für routinemäßige, flächendeckende Kontrollen sei momentan keine Zeit, erklärt Amtsärztin Gudrun Widders. Beschweren könne man sich hier aber. Wenn bei uns eine Beschwerde aufläuft, die kann auch anonym sein. Also grundsätzlich ist es auch so, dass wir denjenigen, der sich beschwert hat, nicht bekannt geben, sondern wir gehen einer Beschwerde nach. Dann geht ein Gesundheitsaufseher von uns hin oder in bestimmten Fällen auch ein Arzt von uns und guckt sich vor Ort um. Hierhin wurde das Gesundheitsamt noch nicht gerufen. Klaus Weiher ist froh, dass sein Verein sich die Mühe gemacht hat, ein Corona-kompatibles Hygienekonzept auszuarbeiten. Nur deshalb ist Sport in der Gruppe hier zurzeit möglich. Ja, in der Gruppe, das macht natürlich viel mehr Spaß. Man würde sich nie alleine hier ins Becken stellen und so eine Übung machen. Ja, macht viel Mensch. Bei Angelika Matheke ist der Spaß schon vorbei. Matte desinfizieren, das muss in Zeiten von Corona auf jeden Fall sein. Dafür kann sie sich aber jetzt schon freuen. Aufs nächste Mal. Ja, wo werden in Corona-Zeiten derzeit Reha-Kurse angeboten? Wir haben Ihnen die Kurse, die Betreffenden in der Region, auf unserer Internetseite mal zusammengestellt. Am besten, Sie klicken sich da mal rein, suchen Sie sich was raus unter rbbpraxis.de und als Alternative Online-Reha-Sport, was Sie da auch beachten sollten. Ganz viele Infos rund um die Themen unserer Sendung finden Sie auf unserem Infoblatt. Das bekommen Sie wie gewohnt über die Service-Redaktion. Und ich empfehle an der Stelle immer wieder gerne einen Blick in den RBB-Text auf die Seite 380. Ja, eben haben wir Sie noch im Beitrag gesehen, Michaela Bartel. Sie ist im Teufelskreis, chronische Darmentzündung hat sie durchbrochen. Jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da Dankeschön. Sind. Ich will gleich was fragen, aber ich muss das noch mal aufnehmen, was der Dr. Wispler gesagt hat. Er war wirklich beeindruckt, hat gesagt, dass aus der Sicht eines Betroffenen zu lesen, hat ihm ganz neue Sichten eröffnet. Wie ist das für Sie? Das finde ich toll, weil das ist eine super Hilfe für alle Patienten, wenn sie einen Arzt haben, der ihnen da auch zuhört und der sie auch da in diese Richtung mit weiterführt und begleitet. Genau. Wir begleiten jetzt unsere Zuschauer, nämlich diejenigen, die sich ein Frischkorngericht zubereiten wollen. Sie haben da schon einiges vorbereitet, ganz schön viel, muss man sagen. Was brauchen wir? Tja, für ein Frischkorngericht braucht man als Grundlage erstmal lebendiges, keimfähiges Getreide. Das ist das, keimfähig? Keimfähig ist Getreide, wenn es wie hier mit Wasser okay. über 3 Tage geführt wird und so ein kleiner Keimling dann rauskommt, 2-3 Millimeter. Ja. Es ist keine Erfindung von mir, sondern von dem Maximilian Bürcher-Benner, bekannt vom Bürcher-Müsli. Es ist aber nicht mehr das, was er damit gemeint hat. Er meinte die frische Variante, also Getreide zu nehmen. Hier sind verschiedene Getreidesorten. Da ist Hafer, da ist Dinkel, da ist Weizen. Man kann auch Roggen nehmen oder Hirse, Buchweizen. Die Mischung, also die Vielfalt macht es wahrscheinlich. Die Vielfalt, ne? Genau. Man kann wechseln. Man nimmt, was einem persönlich schmeckt. Man kann auch eine Mischung machen. Man kann ein Getreide nehmen. Das wird in einer Getreidemühle dann vermahlen zu Mehl, zu Vollkornmehl. Wollen Sie es mal probieren? Gerne, ich zeige es einfach mal. Das ist eine elektrische Getreide. Okay. Gut. Ja. Ah ja. Dann habe ich Mehl und das Mehl weiche ich mit ein bisschen Wasser ein
Und das muss so 5 bis 12 Stunden sollte das stehen. Dann ist das so ein bisschen vorfermentiert, weil wir das ja nicht mehr so gewöhnt sind, Getreidekörner einfach zu kauen. Und das sieht dann so aus wie hier, ja, wie ein Teig eigentlich. Mhm. Und dazu gebe ich geriebenen Apfel. Das ist hier eigentlich schon sehr schön. Man sieht gleich, das ist eine alte Apfelsorte. Davon gebe ich ein bisschen Apfel dabei. Man hört jetzt, oder schon seit einiger Zeit, dass alte Apfelsorten, die auch zum Beispiel für Allergiker besser sind. Was haben denn alte Apfelsorten, was die neuen oder die man im Supermarkt bekommt oder vielleicht auch auf dem Markt nicht haben? Die neuen Apfelsorten sind die Tryptophane weggezüchtet. Das ist? Also das, die sind weniger süß. Mhm. Und dadurch, dass man das, die verhindern die allergischen Reaktionen. Und dadurch, dass man diese wegzüchtet, werden die Äpfel süßer. Sie müssen alle gleich aussehen, eine rote Seite haben, gleich groß sein und eben süß sein. Und das, alte Apfelsorten können auch mal krumm und schief und da kann auch mal jemand drin wohnen oder mehrere. Sie meinen so eine kleinen Tierchen da? Ja, genau. Okay. Die kann man ja rausschneiden, aber das sind auch die Äpfel, die dann am besten schmecken. Für Vegetarier. Eben nicht nur uns. Genau. Ja. Wenn ich die Äpfel unter dieses eingeweichte Getreide mische, dann wird dieser Frischkornbrei einfach luftiger. Und jetzt gebe ich einfach mal noch ein bisschen Banane dazu. Das ist nicht so viel Fruchtzucker, ne? Weil Zucker ist ja auch so ein bisschen problematisch, ne? Für einige. Also Zucker gibt es ja in der Vollwertkost gar nicht. Das ist ja das Frischkorngericht ist ja das Kerngericht sozusagen der vitalstoffreichen Vollwertkost. Und wir verwenden nirgendwo irgendwelchen Zucker. Der ist ja drin, aber im Obst. Aber im Obst ist der drin. Genau. Aber im Obst ist auch alles andere drin. Genau. Die Tryptophane sind zum Beispiel beim Apfel unter der Schale. Ja. Wenn ich eine Schale, einen Äpfel vor dem Essen schäle, dann nehme ich den Großteil der Vitalstoffe weg. Ja. Die Wirkstoffe, die Vitamine, die Enzyme, die Mineralien, die Spurenelemente. Genau. Und habe, übrig bleibt ganz viel Fruchtzucker. Das isst man dann einmal am Tag, so wie man es will, morgens, abends genau. Oder mittags. Und wer jetzt aber sagt, liebe Frau Bartel, machen Sie ruhig weiter, wer sagt, naja, Obst ist ganz schön, aber süß ist nicht so mein Ding, ich mag eher was Herzhaftes, was macht der denn? Guckt er in die Röhre? Ja, der kann zum Beispiel wunderbar diesen Test, wo ich probiert habe, ob der Dinkel auch keimfähig ist, verwenden und gibt dazu auch ein bisschen Apfel. Mhm. Ist ja noch nicht herzhaft. Das ist noch nicht herzhaft. Aber das Spannungsfeld zwischen herzhaft und kräftig ist sehr schön. Dann gibt man dazu ein bisschen geriebene Möhre oder Rettich oder Radieschen, irgend sowas in die Richtung. Ja. Ja. Und als nächstes kann man da gleich noch das. Das ist immer wichtig, dass das Auge ist ja mit. Auch Leinöl sehe ich da, ne? Ja, Leinöl. Hilft genau. Auch gegen. Leinöl ist ja, ein heimisches Wundermittel. Also ich könnte mir mein Leben ohne Leinöl gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Ich liebe Leinöl. Ja. Zu Kartoffeln, Quark. Genau. Das passt wunderbar in Salat. Ich kann zu dem herzhaften Frischkorn auch Sahne geben. Ja. Die gebe ich ja hier auch noch dazu. Ich kann auch ein bisschen Leinöl dazu geben. Und gebe jetzt der Farbe wegen etwas Rotes, fehlt mir Paprika und könnte auch ein paar Salatblätter dazu geben. Und das wäre die herzhafte Variante. Super. Wer jetzt sagt, also es muss schnell gehen, wenn es jetzt wirklich mal durchhaut, ich habe hier Cola, ich habe Salzstangen, mache ich und das wird ja gern so als Hausmittel angewandt. Was sagen Sie dazu? Ja, würde ich nicht machen, weil das ist genau die Ursache für diese Krankheiten, für Colitis ulcerosa, aber auch für zahlreiche andere Krankheiten. Cola ist Zucker und Salzstangen ist einfach ein weißes Mehl, völlig ohne Vitalstoffe, kann vom Stoffwechsel gar nicht, fehlen einfach die Wirkstoffe. Gut, also ja, weg hier, ist Anistee oder Fenchel oder Anis-Kümmeltee, das ist dann schon eher was, oder? Also Anis und Fenchel wirken ja beruhigend, entspannend und Kümmel wirkt so ein bisschen blähungtreibend und kann durchaus verdauungsfördernd sein, sind aber Arzneitees und Arzneitees trinkt man nur, wenn man Bedarf hat, wenn man Beschwerden hat. Und die sind nicht für den Alltag, weil sie wirken sonst nicht. Würde ich nicht empfehlen. Prima. So. Jetzt haben wir das erstmal gemacht gegen Durchfall, was sozusagen wirkt. Ja? Sie bleiben aber bitte noch da, denn wir werden es nachher gleich ums Gegenteil kümmern, nämlich Verstopfung und Blähung. Da haben Sie auch ganz tolle Sachen. Mhm. Und erstmal bis hierhin vielen Dank, liebe Frau Bartel. Ja, vielleicht haben Sie es ja schon mitbekommen. Wir von der ABB Praxis haben zusammen mit dem Jugendradio Fritz ein neues Gesundheitsformat entwickelt. Safe Space heißt es, also sicherer Raum. Hier erklären diese jungen Menschen, die Sie hinter mir jetzt gleich sehen, wichtige Gesundheitsthemen für junge Menschen. Und alles mit gesichertem medizinischen Hintergrund. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Oh, fuck. Ey, soll ich das anbieten?
meinst du? Ich habe hier alles über Tampons, Binden, Menstruationstasse. Den Tampon würde ich nehmen. Ein Tampon? Ja. Gönn dir. Ja, mehr zu Safe Space auf unserer Internetseite und natürlich auch direkt auf der App TikTok unter safespace.offiziell. Ja, und eben im Video war von einer Menstruationstasse die Rede. Viele werden sagen, hä, was ist das? Eigentlich ein Thema für Frauen, aber Hand aufs Herz, wenn Männer Bescheid wissen, kann es ja auch nicht schaden. Für Teenager beginnt mit etwa 12, 13 Jahren ein neuer Lebensabschnitt, die Pubertät. Bei den Mädchen setzt jetzt auch die Menstruation ein. Die Periode, die Regel oder die Tage. Heute sprechen die jungen Mädchen meist von der Erdbeerwoche. Die Monatsblutung dauert 3 bis 7 Tage. Um den 14. Tag des Zyklus, also um den Eisprung herum, ist die Frau fruchtbar. Nach 27 bis 28 Tagen setzt im Schnitt die Menstruation wieder ein. Tampons gibt es seit fast einem Jahrhundert, Monatsbinden sogar noch länger. Seit ein paar Jahren erfreut sich die Menstruationstasse oder Kappe immer größerer Beliebtheit. Sie ist kaum größer als ein Tampon und aus weichem Silikon. Schon 1961 warb eine US-Firma auf dem Times Square in New York für die Menstruationstasse, allerdings ohne Erfolg. Damals waren die Frauen noch nicht reif dafür, sich selbst zu berühren. Laura Mons gehört zu den Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, bei denen der Auffangbehälter aus Silikon inzwischen sehr beliebt ist. Die junge Studentin suchte nach einer natürlichen Alternative. Mir ging es eben um den Nachhaltigkeitsaspekt, dass dieser Cup eben weiter benutzt werden kann und man sie bis zu 10, 15 Jahre verwenden kann, während eben Tampons immer wieder weggeworfen werden und Müll generieren und es einfach auch sehr, sehr viel Müll ist, der dadurch entsteht. Und das war mir sehr wichtig. Andererseits fand ich Tampons gegen Ende der Periode immer ein bisschen unangenehm, weil sie austrocknen, weil es vielleicht auch unangenehm ist, sie dann einzuführen. Und das hatte ich mit der Cup überhaupt nicht. In der Praxis von Dr. Sibylle Görlitz-Novakovic fragen immer öfter junge Frauen nach der Menstruationstasse. Sie wollen ihren Körper besser kennenlernen. Die Patientin, die sich für die Menstruationstasse entscheidet, ist häufig wirklich die Patientin, die viel über ihren Körper wissen will, die keine Berührungsängste hat, sich selber so eine Tasse einzusetzen und die das gut findet als Rückmeldung, wie viel habe ich denn heute geblutet? Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass Menstruation in unserer Gesellschaft immer noch ein ziemlich großes Tabu ist. Und für mich war das nie so ein großes Problem. Deswegen habe ich auch nie irgendwie da Angst vor gehabt oder in irgendeiner Weise jetzt gedacht, oh Gott, dann muss ich ja mein Blut anfassen. Das ist de facto so. Und es braucht anfangs ein bisschen Übung. Die Frauen müssen für sich herausfinden, welche Größe und Stärke die richtige ist. Ich habe es einfach ausprobiert, indem ich mir YouTube-Videos angeguckt habe. Und dort wird oftmals diese Falltechnik empfohlen. Und die habe ich einfach nicht einführen können. Also es war einfach zu groß, es ging nicht. Und dementsprechend habe ich das dann mal mit der hier ausprobiert. Und da kann man dann ganz einfach das hier oben quasi so als Führung nehmen und dann gucken, dass es sich schön ausklappt. Es entsteht ein Unterdruck, wodurch die Kappe dicht vor dem Muttermund abschließt. Bis zu 12 Stunden kann sie Blut auffangen. Das wird dann einfach in die Toilette gekippt und die Kappe nach den Tagen mit kochendem Wasser desinfiziert. Vorsichtig sollten allerdings Frauen sein, die eine Spirale tragen. Wenn jetzt die Menstruationstasse gelöst wird, die ja genau hier in diesem Bereich sitzt, und man den Unterdruck löst und die Menstruationstasse rauszieht, kann man sich ja gut vorstellen, durch dieses Lösen des Unterdrucks und das Rausziehen der Tasse die Spirale fälschlicherweise mit dem Sog so ein bisschen mit rausgezogen werden. Oder das Bändchen der Spirale kann beim Rausziehen mit erwischt werden. Das passiert aber nur sehr selten. Ganz gleich, ob Tampon, Binde oder Tasse, den Erdbeerwochen sehen die meisten jungen Frauen heute gelassen entgegen. Ja,
wie versprochen, kümmern wir uns weiterhin um Ihren Darm. Michaela Bartl ist da Expertin. Sie haben den Tisch etwas umgebaut, weil wir gehen jetzt thematisch in eine andere Richtung, nämlich nicht mehr Durchfall, sondern Verstopfungen und Blähungen. Welche Hausmittel helfen denn bei Blähungen? Ist ja doch ziemlich unangenehm. Ja, aber vorneweg nochmal eigentlich, wenn man Verstopfung, Blähung oder Durchfall hat, dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen, weil der Körper ist aus dem Gleichgewicht. Weil wir heute so leben, wir sagen, wir stopfen uns mal den Bauch richtig voll, der Körper wird es schon richten und wenn nicht, gehe ich zum Arzt. Aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Bei vitalstoffreicher Vollwertkost kann eigentlich gar keine Verstopfung, keine Blähung entstehen. Und Gemüse an sich bläht ja auch nicht. Es ist ja eine Frage der Kostzusammenstellung. Kohl auch nicht? Kohl bläht auch nicht. Kohl bläht, wenn Sie dazu eine Cola trinken, dann bläht der natürlich. Weil durch den Zucker natürlich ganz andere Reaktionen stattfinden. Ja, auch Zwiebeln nicht. Aber ich muss auch immer dazu sagen, wir sind vieles nicht gewohnt. Und es ist immer sinnvoll, sich langsam daran zu gewöhnen. Nicht zu sagen, oh, super, Kohl bläht nicht, ab morgen esse ich früh, mittags, abends Kohl. Wird nicht so gleich funktionieren, wenn man es nicht gewöhnt ist. Sie haben hier ein Säckchen hingestellt. Riecht so ein bisschen nach Kräutern. Was ist das? Ja, das sind Heublumensamen. Das was Sie jetzt da in dem Gläschen haben? Richtig. Das ist eigentlich, was so auf der Spätsommerwiese blüht. Mhm. Und diese Samen haben eine ganze Menge ätherische Öle. Und die füllt man in einen Heublumensack, der so eine Größe von 30 x 40 cm hat. Den kann man sich bei Bauchschmerzen auf den Bauch legen, aber auch bei Rückenschmerzen oder bei Erkältung auf die Brust. Und der wird also in einem Wasserbad mit großer Topf, ein Drittel Wasser drin, was Dämpfe, also kochen soll, simmern soll, sage ich mal. Man kann einen Sieb reinmachen, da liegt der im Sieb oder mit Wäscheklammern festmachen und dann wird der durchdrungen von diesen Dämpfen und durchfeuchtet. Er soll aber nicht im Wasser liegen. Und dann legt man ihn sich auf die betreffende Stelle, zum Beispiel auf den Bauch. Mhm. Egal gegen welche Beschwerden, ob Blähung oder Verstopfung oder auch Durchfälle, er wirkt entspannend. Die ätherischen Öle können auch in den Körper eindringen. Und es hat diesen Effekt, den ich auch dabei immer sehr wichtig finde. Man steht nicht mehr den ganzen Anforderungen, die das Leben so stellt, gegenüber. Alle wollen was, sondern man ist mal bei sich. Man kommt mal zur Ruhe. Okay. Was haben Sie noch gegen Verstopfung? Ja, da gibt es eine ganze Menge Hausmittel auch. Gegen Verstopfung sind zum Beispiel Flohsamenschalen sehr hilfreich. Mhm. Also die Flohsamen, wo man etwa so 4 bis 20 Gramm täglich nimmt. Oder die Flohsamenschalen, die doppelte Quellwirkung haben. Dann kann man die doppelte Menge nehmen. Flohsamen haben die Flüssigkeit im Darm auf. Wer das zum ersten Mal gehört hat, hat nichts mit Flöhen zu tun, ne? Gar nichts mit Flöhen. Es sind wirklich, das sind nur Pflanzensamen. Okay. Das sind Pflanzensamen. Ja. Ich habe hier gemahlen, die sind nicht mehr ganz zu erkennen, sind schon gemahlen. Genau, das sind indische Flohsamenschalen, sind die reinsten, die es da gibt. Und wenn zu viel Flüssigkeit da ist bei Durchfall, nehmen Sie die Flüssigkeit auf. Ist zu wenig da, bringen Sie die Flüssigkeit in den Darm. Und sie sind, also Flohsamenschalen sind 80%, glaube ich, Ballaststoffe. Frau Bartl, bevor wir am Ende sind, ein wichtiger Aspekt, der Ihnen wichtig ist, mir auch, kauen, ja, oder? Ja, ganz wichtig. Weil wenn was nicht richtig reinkommt, kann es auch nicht richtig rauskommen. Wir haben ja ein perfektes Mahlwerk. Ich hatte vorhin meine Mühle hier. Die Zähne zermahlen alles, wir kauen 30 bis 50 Mal und merken dann schon, wenn wir viel Ballaststoffe essen, haben wir ganz viel Schleim im Mund. Viele haben Angst vor diesen Ballaststoffen, eigentlich sind es Faserstoffe, weil sie denken, ich habe in meinem entzündeten Darm einen Bund Stroh. Habe ich nicht. Ich habe eigentlich nur Quellstoffe. Es wird alles quillt auf, wird wabbelig, der Darm wird gereinigt, er wird massiert, die nehmen Giftstoffe, nehmen diese Quellstoffe auf, transportieren sie aus dem Darm raus, pflegen den Darm und tun ihm einfach nur gut. Also kauen ist ja generell gut, schlingen, das ist eine Art Vorverdauung schon. Also ja, das spielen ganz und wer zu schnell ist, kann auch Luft schlucken und hat dann ganz wieder genau. Bier. Wunderbar. Liebe Frau Bartl, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei uns waren, liebe Zuschauer. Das Ganze, die Informationen dazu, auch das Frischkorngericht sozusagen, das Rezept und alles Wichtige rund um den Thema Darm finden Sie bei uns im Internet rbpraxis.de. Klicken Sie sich einfach mal durch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das war's. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser hübschen Sendung. Ich hoffe, dass es hat Ihnen gefallen und Sie haben wieder was mitnehmen können. Jetzt geht's gleich weiter mit Dr. Wilma Torg. Wissen ist die beste Medizin. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch einen wunderschönen Abend und bedenken Sie bitte immer, es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. In diesem Sinne, kauen Sie gut. Tschüss.
auch. Ihnen ist total heiß, aber Ihre Frau dreht trotzdem volle Lotte die Heizung auf. Wieso Männer und Frauen anders ticken und viele andere spannende Themen, bespreche ich gleich mit meinen Gästen. Und ganz besonders freue ich mich auf Dr. Anne Fleck. Bin ja großer Fan. Ganz herzlich in der Runde begrüßen, Internistin und Ernährungsexpertin, eigentlich brauche ich sie gar nicht vorstellen, Dr. Anne Fleck, schön, dass Sie da sind. Dazu haben wir eine Physiotherapeutin und, das finde ich so genial, Atemtherapeutin, Dietmut Ebel und, wer kennt sie nicht, die beiden, ach herrlich, bekannt durch Musik und Lieder, Ilona und Klaus Baumgart. Schön, dass Sie alle da sind, freue mich ganz besonders. Jetzt ist natürlich die große Frage, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dem Mann ist schon heiß, die Frau dreht die Heizung auf. Wie ist das mit dem Hitzegefühl bei Ihnen? Gibt es da einen Kampf zu Hause? Mir ist zu warm, mir ist zu kalt? Auf alle Fälle. Ja. Er schwitzt immer und ich friere. Aha, ich habe also kalte doch. Füße, er heiß und er war von Anfang an immer meine Wärmflasche. Liegt das daran, dass er den dicken Rollkragenpulli anhat und Sie in dem frechen Seidenmantel? Der Mann ist einfach ein Heißblütler. Ich merke schon, dass bei Ihnen... Da komme ich schon gar nicht mehr rein. Oh. Ja. Und das nach wie vielen Jahren Ehe? Ehe? Wie viele Jahre? Wir sind 34 Jahre zusammen, 5 Jahre in wilder Ehe, also wirklich wild, und 29 Jahre verheiratet, also richtig verbrieft. Also die 5 Jahre waren am Anfang, nicht jetzt die letzten 5 Jahre? Nee, die waren am Anfang. Silberhochzeit haben wir schon hinter uns. Deswegen passen wir ja eigentlich auch gar nicht in dieses Showgeschäft. Jeder hat da eine Patchwork-Familie und sowas mit 37 Ehefrauen und so. Und ich bin immer noch bei der gleichen. Naja, bei der hält sich ja auch ganz gut aus. Ja, das stimmt. Wir flicken uns gegenseitig. Aber Sie merken schon, so Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt es dann schon auch im Alltag. Also spüren Sie dann. Ja. Feuer und Wasser. Ja, wirklich? Das finden wir jetzt raus. Sie haben beide so einen Block neben sich liegen mit einem Stift. Mhm. Nehmen Sie den auch schon mal in die Hand. Ich habe nämlich ein paar Fragen vorbereitet. Oha. Das wird bestimmt auch gerne auf der goldenen Hochzeit dann gespielt. Oha. So, naja, aber jetzt wollen wir erstmal die Unterschiede zwischen Mann und Frau anhand von Ilona und Klaus Baumgart herausfinden. Oha. Ich stelle Ihnen eine Frage, Sie schreiben auf und dann gucken wir mal, nicht abschreiben, Klaus.